Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich fürchte, meine Redezeit wird nicht ganz reichen, um all das auszuräumen, was hier einfach mal wieder so reflexartig in den Raum geworfen wurde. Und ernsthaft zu sagen, es war Gift für den Rechtsstaat, da muss ich sagen, Kollege von Notz, da liegen Sie ziemlich daneben, aber ziemlich daneben. Aber vielleicht kurz der Reihe nach, dann vergesse ich auch keinen. Kollege Korte, Sie haben recht, für Deradikalisierung müssten wir einiges tun. Und das gehört mit dazu, zu einem Konzept. Auch in Gefängnissen, wo wir erleben, dass dort neue Radikalisierung stattfindet. Es wird einer der Schwerpunkte sein, die wir angehen müssen. Aber selbst wenn wir etwas für Deradikalisierung tun, heißt es ja nicht, andere unsichere Flanken nicht zu schließen. Es gehört beides dazu und das ist der Unterschied. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und wir tun hier eben auch beides und deshalb ist es richtig. Wer hätte, Kollege von Notz, zu sagen, wir gehen wieder mal über die Richtlinie hinaus und erfassen auch Flüge innerhalb von Europa? Ja, völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Mein, woher kommt denn die Überlegung, ernsthaft zu glauben, Terrorverdächtige reisen nur aus den USA nach Europa oder umgekehrt und nicht auch von Madrid nach Berlin? Mir sind die Sicherheit der Flüge innerhalb von Europa genauso wichtig. Und deshalb nehmen wir sie auch auf. Da kann man doch nicht sagen, die sind uninteressant. Wirklich nicht. Kollege Gunkel, die Sorge von dir war, was passiert mit den Daten, die wir an Drittstaaten außerhalb der EU übermitteln. Es ist wahr, es ist eine Entscheidung, die dann immer abgewogen werden muss, aber wir haben hier zwei Sicherungssysteme. Zum einen der Bezug auf das Bundesdatenschutzgesetz und dann haben wir im gesamten Gesetz so viel Datenschutzniveau eingezogen, dass auch bei dieser Übermittlung jede einzelne Übermittlung an einen Drittstaat außerhalb der EU muss dem Datenschutzbeauftragten des BKA mitgeteilt werden, der dann nochmal draufsehen und prüfen kann. Also ich glaube, da haben wir zwei Sicherungsebenen eingezogen und sehe an der Stelle wirklich keine Bedenken. Viele Merkmale, also wenn ich mal zurückerinnere, die Debatte läuft ja schon eine Zeit lang über diese PNR oder Fluggastdatenabkommen. Es war beim ersten Mal zu Recht die Kritik, da waren es weit über 30 Merkmale. Es ging um das Essen, es ging um andere Dinge. Das ist alles nicht mehr drin. Es sind 19, die 20 ist nur eine Fortfolge, es sind 19 Merkmale, die sich wirklich fast ausschließlich auf die Reise, den Reisenden, sein Gepäck und seine Mitreisenden bezieht. Das macht ja auch Sinn, weil ich doch wissen will, wer nach Deutschland kommt. Und ich will es vorher wissen, bevor hier ein Gefährlicher die Grenze übertritt und wir hinterher die Kontrolle verlieren. Das muss ich doch vorher wissen. Und der zweite Punkt. Es geht ja nicht nur um Terrorismusbekämpfung. Es geht auch um Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Waffenhandel, Rauschgift, Menschenhandel. All das brauchen wir, um zu erkennen, wie sich Täter bewegen, um Netzwerke zu entdecken. Deshalb ist es ja möglich, dass man mit Mustern die Daten abgleicht. Auf diese Muster wiederum hat auch der Datenschutzbeauftragte Zugriff. Sie dürfen nur mit ihm zusammen erstellt werden, sodass wir beides erreichen. Wir erkennen Netzwerke und gewährleisten ein hohes Datenschutzniveau. Ich finde, das ist ein guter Mittelweg. Und da gibt es keinen Grund, Kollege von Notz, hier so zu skandalisieren und immer mit den gleichen reflexartigen Behauptungen, massenhaft und die Freiheitsrechte sind gefährdet. Wissen Sie? Das sagen die Gerichte, Herr Wendinger. Ja, und jetzt sage ich, was ich sage. Ich habe Angst, dass Terroristen in ein Flugzeug steigen und will alles dafür tun, dass es nicht passiert. Das ist meine Sorge. Das ist die Sicherheit, um die wir uns sorgen. Und ich glaube, jeder und wir ja auch, gerade wir, die ja auch viel in Flugzeugen sitzen, jeder, der ein Flugzeug besteigt und irgendwo hinfliegt, wird, glaube ich, froh sein, wenn er weiß, dass die Daten der Passagiere, die mit an Bord sind, vorher von einer Sicherheitsbehörde überprüft wurden, um zu erkennen, ob hier keine Kriminellen, ob keine Terrorverdächtigen oder andere Gefährliche mitfliegen. Da wird Ihnen jeder dankbar sein. Und da zu sagen, die Freiheit ist eingeschränkt, ist weit hergeholt. Jetzt habe ich den Zwischenruf nicht gehört, aber wenn Sie es nochmal sagen, reagiere ich drauf. Es geht nicht darum, dass die Leute ihre Angaben machen, wenn sie in ein Flugzeug steigen, sondern es geht darum, dass sie es jahrelang speichern. Ja, vielen Dank. Ich hätte es ja fast vergessen. Die Sorge um die lange Speicherung. Die Daten werden, Moment. Jetzt nur zuhören, ich habe ja den Zwischenruf extra nochmal auf Repeat gedrückt und jetzt kann ich antworten. Und die Präsidentin gibt mir 10 Sekunden mehr. Wir speichern die Daten offen
gerade einmal 6 Monate. 6 Monate. Dann werden sie entpersonalisiert, anonymisiert, bleiben quasi als Blackbox für niemand sichtbar, dann länger gespeichert, 5 Jahre ist richtig, aber niemand kann es mehr erkennen. 6 Monate ist die Speicherdauer, wo man es sieht. Und wenn ich dann auf diese Blackbox zugreifen will, brauche ich eine eigene neue Befugnis. Ich brauche einen konkreten Grund, einen konkreten Anfasser. Also von massenhaft und unkontrolliert sind wir weit weg. Es ist ein gutes Gesetz, es verbessert die Sicherheit. Wir werden dem zustimmen, ihr hoffentlich auch. Und Ihnen würde ich es raten. Dankeschön. Vielen Dank, Clemens Binninger.